Dann könnten wir beginnen mit der Tagesordnung Punkt 41, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Aktuelle Stunde, wenig Personal, kaum Landesgeld, schlechte Chancen, rote Laterne für Hessens Landesregierung bei der Kinderbetreuung, 19-3584. Es beginnt der Kollege Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bekanntlich gibt es morgen Ferien. Mit den Ferien gibt es Zeugnisse. Ich will, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich vergebe keine Noten. Die Noten für die Landesregierung sind ja schon vergeben, nämlich von dem Mannheimer Morgen in der letzten Woche. Und mein Lieblingsminister hat eine 3 bekommen. Das wäre jetzt kein Anlass, besonders darauf einzugehen, aber es ist natürlich eine modellierte 3. Deswegen will ich einmal versuchen, diese Note zu interpretieren. Der Mannheimer Morgen gibt Ihnen in dem Fach Flüchtlingspolitik eine, ich will mal sagen, eine gute 2. Der würde ich mich anschließen. Über das Plus könnten wir reden. Und dann geben Sie in dem mir bisher unbekannten Fach, jedenfalls was hessische Landespolitik angeht, in dem mir bisher unbekannten Fach Krankenhausfinanzierung, da steht hier, Ihr Rat wird im Bund geschätzt. Das will ich einmal als 3 interpretieren. Und dann kommt jetzt das Fach Kinderbetreuung, und da steht, getrübt wird seine Bilanz jedoch vom Unmut der Kindergartenträger über die für sie nachteilige Umstellung des Betreuungsschlüssels. Wenn man jetzt einmal sagt, die anderen Fächer waren eine 2 plus und eine 3, dann ist das eine 4 minus, Herr Minister. Und dieser 4 minus mit der Folge, dass Sie in dem Fach Kinderbetreuung stark versetzungsgefährdet sind, dieser 4 minus schließt sich ja dann offensichtlich auch die Bertelsmann Stiftung in ihrer vor 14 Tagen bekannt gegebenen in ihrem veröffentlichten Ländervergleich zur Situation der frühkindlichen Betreuung, Erziehung und Bildung an. Denn Hessen kommt nach den Ergebnissen dieser Studie, und das bestätigt im Grunde die Studie von 2012, Hessen kommt auch unter Schwarz-Grün, wie schon zuvor unter Schwarz alleine und unter Schwarz-Gelb, bei der Qualität der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung nicht voran, jedenfalls nicht so voran, wie es erforderlich gewesen wäre, wie es erforderlich wäre. Genauer gesagt, Hessen kommt eigentlich gar nicht voran, sondern hält tapfer zum Leidwesen der Träger des Personals, vor allem aber der Eltern und der Kinder, insbesondere bei der Betreuung der Ü3-Kinder, der 3- bis 6-Jährigen, die rote Laterne unter den westdeutschen Flächenländern. Und deswegen, ich sage es noch einmal, ist die 4 minus an dieser Stelle zwar bedauerlich, aber gerechtfertigt. Meine Damen und Herren, ja, es gibt Fortschritte, aber diese Fortschritte bewegen sich, sind erstens sehr klein, zweitens sie sind nicht größer, jedenfalls im Wesentlichen nicht größer, als die, die andere Länder auch gemacht haben. Also, sie beschränken sich sozusagen auf das Unumgängliche. Es gibt also Fortschritte, aber diese Fortschritte bleiben hinter den Notwendigkeiten ganz deutlich zurück. Und man muss konstatieren, jetzt schon, wir gehen ja auf die Evaluation des KiföG zu, man muss jetzt schon bilanzieren, dass auch unter den Vorzeichen des KiföG die dringend notwendige Verbesserung der Qualität nicht vorankommt und dass sich dies vor allen Dingen, und das haben wir ja hier immer wieder diskutiert, in der Frage der Fachkraft-Kind-Relation ablesen lässt, die nach allgemeiner Einschätzung eine der wesentlichen, wenn nicht die wesentliche Variable im Zusammenhang mit Qualität ist. Wie sind die Fakten? Die Bertelsmann-Stiftung sagt, dass in Hessen eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft durchschnittlich für 3,8 Krippenkinder oder für 9,8 Kindergartenkinder zuständig ist. Damit ist der Personalschlüssel in Hessen zum 1. März 2015 für beide Altersgruppen ungünstiger als der westdeutsche Durchschnitt, nämlich dort ist er 1 zu 3,6 bzw. 1 zu 8,6. Im Kindergartenbereich ist der Personalschlüssel in Hessen der ungünstigste unter allen westdeutschen Bundesländern. Das ist der Punkt. Und warum ist das so, beziehungsweise dieses Ergebnis, dieser zentrale Befund der Bertelsmann-Studie wird noch untermauert oder beziehungsweise wird noch gravierender, wenn man bedenkt, dass Bertelsmann zu Recht darauf hinweist, dass in der Realität die Schlüssel noch in der Regel schlechter sind als das, was man errechnet hat, und zwar aus mehreren Gründen, auf die will ich hinweisen, weil sie in Hessen in der Debatte eine bedeutende Rolle gespielt haben. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen,
dass die Mindeststandards, die nach dem KIföG gesetzt wird, a priori ungenügend sind. Darauf haben wir zumindest in der Debatte immer hingewiesen. Und wir haben zweitens darauf hingewiesen, dass es in der Realität teilweise zu Verschlechterungen kommt. Das bestätigen im Übrigen auch die Rückmeldungen, die wir jetzt schon aus vielen Trägern, von vielen Einrichtungen bekommen. Dies schon einmal als Vorgriff auf die anstehende Gesamtevaluation KIföG. Zweitens. Die tatsächliche Arbeit am Kind ist ungenügend. Und deswegen ist es auch nach wie vor unbefriedigend, dass die Leitungszeiten in Hessen ungenügend geregelt sind. Wir haben, auch das ist ein Befund der Studie, wir haben eine Situation, dass ein erheblicher Teil der Einrichtungen überhaupt nicht über Leitungszeiten in nennenswertem Umfang oder über gar keine verfügt. Schließlich und letztens, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, schließlich und endlich, der Personalschlüssel bei langen Betreuungszeiten ist in aller Regel schlechter. Und hier rächt sich natürlich, dass die Landesregierung, bei der Umstellung auf das KIföG zu dem System der Betreuungsmittelwerte gegriffen hat, der dazu führt, dass sich die Träger in aller Regel an den unteren Rand dieser Betreuungsmittelwerte orientieren. Und Sie haben darüber hinaus, Herr Minister, bei den langen Betreuungszeiten, und die werden zu weit überwiegend von den Eltern gewählt, bei den langen Betreuungszeiten zwar einen neuen Betreuungsmittelwert eingeführt, diesen aber nicht mit Geld unterlegt, sodass hier eine Lücke bei den Trägern entsteht, die an anderen. Herr Kollege Gerd Merz, ich habe auch hier eine Lücke. Jetzt langsam, bitte. An anderer Stelle kompensiert werden muss. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage der Finanzierung. Nach wie vor ist es so, das ist mein letzter Satz, Herr Präsident, nach wie vor ist es so, dass das System der Kinderbetreuung in Hessen, was das Land angeht, extrem unterfinanziert ist. Das ist die entscheidende Stellschraube für Landespolitik. Hier wäre dringend etwas zu ändern, wenn Sie von Ihrer 4 wieder runterkommen wollen. Vielen Dank, Kollege Merz. Danke Ihnen für Ihre kurze 72-sekündige Bemerkung zum Abschluss. Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Wissmann, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In düsteren Farben und Ziffern malt die SPD heute wieder einmal ein Bild vom Zustand der Kinderbetreuung in Hessen. Wenig Personal, kaum Landesgeld, schlechte Chancen, so überschreiben Sie Ihre Aktuelle Stunde. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie uns Merzens Schauermärchen zur Seite legen und stattdessen einen Blick ins wahre Leben tun. Zu Thema wenig Personal. Wenig Personal, sagen Sie. Hessen bildet mehr Fachkräfte aus als je zuvor und als die anderen. Befanden sich vor 12 Jahren noch 4.084 Studierende der Fachschulausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin, sind es im laufenden Schuljahr mehr als doppelt so viele, 8.413. Und mit 8% hat Hessen eine fast doppelt so hohe Ausbildungsquote, Anteil des Personals in Ausbildung, wie die Länder im Schnitt, wo es lediglich 4,4% sind. Kaum Landesgeld, sagen Sie. Was soll diese Klage? Als ob eine Förderung dann besonders wertvoll wäre, wenn der Finanzminister sie sich vom eigenen Munde abgespart hätte. Fakt ist, es fließen ständig steigende Mittel aus dem Landeshaushalt wie auch aus den kommunalen Haushalten in die Kinderbetreuung. 70 Millionen 99, 100 Millionen 2006, 460 Millionen Euro dieses Jahr. Das ist doch entscheidend, nämlich das, was bei den Trägern draußen ankommt. Sie sagen schlechte Chancen für die Eltern. Die Rechtsansprüche Ü3 und U3 werden hessenweit erfüllt. Familie und Beruf sind deutlich besser vereinbar als früher. Für die Kinder, die Betreuungsrelationen haben sich dank unserer Vorgaben weiter verbessert. Und auch andere Qualitätsparameter zeigen große Fortschritte. Lieber Herr Merz, es ist Ihre Aufgabe, auf Defizite hinzuweisen. Aber es ist nicht Ihre Aufgabe, uns auch nicht Ihr Niveau, ein Zerrbild zu zeichnen und wesentliche Aspekte der Thematik auszublenden. Was sagen die Fakten wirklich? Ausgehend, na, das haben wir dann ja noch bei anderer Gelegenheit die Zeit dafür. Ausgehend von einer Betreuungsrelation im Kindergarten von 1:25 im Jahr 2000, das waren Ihre Zahlen, denn da hatten Sie die Verantwortung dafür, na, Ihre Partei, entschuldigen Sie, ist der heutige Wert von 1:9,8 eine hochbeachtliche Verbesserung.
Und der Wert für die Ein- und Zweijährigen, Sie haben es ja selbst gesagt, liegt nur geringfügig über dem Durchschnittswert der westdeutschen Flächenländer, deren Rahmenbedingungen am ehesten vergleichbar sind. Beide Werte wurden übrigens seit 2012 nochmals verbessert. Und jetzt schauen Sie sich bitte die Werte für Mecklenburg-Vorpommern an. Nehmen wir es einfach einmal her. Das Bundesland, in dem interessanterweise die SPD-Familienministerin auf Bundesebene 5 Jahre lang bis 2013 zuständig war. 1 zu 14,1 bei den Ü3-Kindern, 1 zu 6,0 bei den U3-Kindern. MECPOM hat die rote Laterne der Bundesländer. Und das gibt dem Ausdruck eine ganz besondere Bedeutung. Rote Laterne. Zurück zu Hessen. Diese beachtlichen Fortschritte wurden erzielt hier, während gleichzeitig das Platzangebot dramatisch gesteigert wurde, um rund 35.000 neue U3-Plätze seit 2008. Darunter auch immer mehr Ganztagsplätze, von denen man alles behaupten kann, aber nicht, dass sie nicht aufwendiger wären. Zweitens. Unsere Fachkräfte hier sind hervorragend ausgebildet. Hessen hat unter den Bundesländern den höchsten Anteil von Fachkräften mit akademischer Ausbildung, 10%. Im Bundesschnitt sind es 5, in MECPOM sind es 3. Der Löwenanteil, 68 unserer Fachkräfte, verfügt über eine sehr solide Fachschulausbildung, die wir auch den Quereinsteigern abverlangen. Was ist daran besonders? Anders als das von Bertelsmann so besonders gelobte Baden-Württemberg erzielt Hessen diesen Betreuungsschlüssel, den ich für gut halte, mit Fachkräften, die höchsten Ansprüchen genügen. Ich erinnere an die KiföG-Diskussion. Da waren Ihnen unsere Ansprüche noch beim Erstentwurf, der am Ende nicht zum Zuge kam, zur Fachkräftedefinition viel zu lax. Sie fanden das skandalös. Schon die veränderte Fassung, aber nein, schon die erste Fassung war viel anspruchsvoller damals als das, was in anderen Ländern, wo Sie Mitverantwortung tragen, diesen Fachkräften abverlangt wird. Ich erinnere nur einmal an den baden-württembergischen Dorfhelfer. Ich finde das ehrlich gesagt beckmesserisch, heute auf diesen oberflächlichen Bertelsmann-Zahlen herumzureiten und solche sehr wichtigen Parameter außer Acht zu lassen. Letzter Punkt. Qualität durch Fortbildung und Förderung. Seit über 10 Jahren bestehen in Hessen umfassende qualitätsorientierte Fortbildungsmaßnahmen, um den als vorbildlich anerkannten, auch von Ihnen, Bildungs- und Erziehungsplan umzusetzen. Das KiföG belohnt die Arbeit nach dem Bildungs- und Erziehungsplan mit der besonderen Pauschale. Der Plan wird heute im Lichte der ersten 10 Jahre sogar überarbeitet, steht kurz vor dem Abschluss dieser Neubearbeitung. Das sind sehr maßgebliche Qualitätsfaktoren jenseits des schieren Personalschlüssels, den Sie alleine Ihrer Betrachtung zugrunde legen. Und als Letztes noch, und dann bin ich auch zu Ende, wir sollten uns nicht allzu leichtfertig vor den Bertelsmann-Karren spannen lassen. Dort heißt es bei der Betreuungsquote der U3, mit, das sei alles Bildungsbeteiligung. Das ist ein sehr eindimensionales Bildungsbild. Wir von der CDU-Fraktion glauben nach wie vor, Kinder und Eltern sind die Hauptakteure, die im Zusammenwirken mit Kitas und Tageseltern, Kindergärten und Schulen zum Bildungspuzzle und persönlichen Werdegang eines jeden Kindes beitragen. Die Überschrift unter die wahre Geschichte von der Kinderbetreuung in Hessen im 21. Jahrhundert heißt mehr Fachpersonal denn je, enorme finanzielle Anstrengungen auf allen Ebenen, gute Chancen für Kinder und Eltern in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissmann. Das Wort hat der Abg. Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr verehrter Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Kollege Merz spricht von Schulnoten. Ich kann mich auch erinnern, dass eine wesentliche Abhängigkeit zu einer Schulnote das Leseverständnis ist. Ich möchte auch noch einmal sagen, dass wenn man alle Studien von Bertelsmann und alle Aussagen, die dort getroffen werden, zur Kenntnis nimmt, dann kommt man zu einer Bemerkung, die da lautet, in Hessen ist vieles gut, aber es gibt auch noch viel Arbeit. Ich glaube, da stehen wir als Koalition von CDU und Grünen dahinter. Wir haben eine gute Situation, es gibt aber auch noch eine Menge Herausforderungen. Ich möchte das benennen. Und auch mit Zahlen unterfüttern in der Kürze der Zeit die Betreuungsplätze für unter Dreijährige. Hier wurde der Betreuungswunsch abgefragt. Und Hessen ist hier in der Spitzengruppe bei der Differenz zwischen tatsächlicher Betreuung und dem Betreuungswunsch der Eltern. Wir liegen dort in einer Spitzengruppe. Erstens. Zweitens.
Bei der Frage von Inklusion wurde uns bescheinigt, dass Hessen liegt mit einem Anteil von über 49% im Vergleich zu 34% im Durchschnitt weit über dem Durchschnitt und in einer Spitzengruppe. Also, auch das ein ganz toller Platz, auch von Bertelsmann bestätigt. Und drittens, bei der Frage von Integration, nämlich den Fragen mit Kindern mit oder ohne Migrationshintergrund, wurde gesagt, dass der Bundesdurchschnitt bei 90% ist bei Kindern, die in Deutschland betreut werden, und in Hessen liegt er bei 95%. Also können wir doch einmal feststellen, erstens, wir haben bei dem Betreuungswunsch einen Spitzenplatz, wir haben bei der Frage der Inklusion einen Spitzenplatz und wir haben auch bei der Frage der Betreuung von Kindern mit Migration einen Spitzenplatz. So viel zum Thema selektive Wahrnehmung. Das gehört auch zum Gesamtbild dazu, und da sind wir gut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und bei der Frage des Personalschlüssels wird auch von Bertelsmann noch einmal ausgeführt, es kommt nicht nur darauf an, dass wir einen guten Personalschlüssel haben. Ja, es kommt auch darauf an, wer die Kinder betreut und mit welcher Qualifikation. Und auch hier wurde uns noch einmal bescheinigt als Hessen, dass Hessen ein bundesweit am höchsten Durchschnitt hat mit einem hohen Qualifikationsniveau, nämlich 10% der dort arbeiten, haben einen Hochschulabschluss. Das muss man jetzt, das kann man auch so oder so sehen, wie wichtig das nun ist. Aber es bedeutet, dass unser Personal, was in Hessen eingesetzt wird, auch ein hohes Qualifikationsniveau hat. Auch das führt Drittens ist ein guter Bestandspunkt in dieser Diskussion. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wenn man 460 Millionen Euro ausgibt, ja, das kann man immer so ein bisschen wegdrücken, Herr Kollege Merz. Die Historie gehört dazu, dass wir unter Rot-Grün noch 70 Millionen hatten, 99. Das ist jetzt nicht etwas, was man da immer wieder ausgraben muss, aber was beschreibt eine historische Entwicklung? Das beschreibt eine historische Entwicklung, wie wir noch mit Geld in der Kinderbetreuung umgegangen sind vor 20 Jahren. Und wenn man heute 460 Millionen hat, muss man doch einfach einmal konstatieren, es ist ein kontinuierlich stetiger Anstieg, der immer wieder verdeutlicht, die Landesregierungen geben sich Mühe, diese Qualität täglich zu verbessern. Und das ist auch gut so. Und schließlich und endlich komme ich nicht umhin zu sagen, wir haben eine Menge Handlungsfelder, die offen sind, nämlich von Ihnen aufgeworfen, nicht zuletzt auch noch einmal die Frage der Beitragsfreiheit für Kindergartenplätze. Wir haben die Frage, wie viel Leitungspersonal wird freigestellt in Kindergärten. Wir haben die Frage der Betreuungsmittelwerte. Wir haben die Frage des Personalschlüssels. Wir haben die Frage gerade jetzt auch noch einmal verstärkt durch Sprachkompetenzen für die neuen Hessinnen und Hessen, die zu uns eingewandert sind. Wir haben die Frage der Integrationsfrage insgesamt. Wir haben also eine Fülle von Herausforderungen, die bei der Weiterentwicklung von Bildung, in frühkindlichen Bildung noch an uns steht. Und da sage ich, wir haben vieles Gutes erreicht. Wir investieren Schritt für Schritt mehr. Aber wissen Sie, was wir machen? Wir machen das im Dialog mit den Akteuren. Deswegen haben wir eine Evaluation in Auftrag gegeben, die Ende dieses Jahres eine Zwischenbilanz zeigen wird. Und dann legen wir das nebeneinander, und dann werden wir mit den Akteuren entwickeln, welche Prioritäten wir haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, viele von denen sagen, uns fehlen immer noch Kinderbetreuung im U3 und im Ganztagesbereich. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Man kann nur die Qualität von Betreuung verbessern zu Plätzen, die es überhaupt gibt. Vielleicht hält man das auch noch einmal fest. Und zweitens dann, wenn man den Ausbau geschafft hat, die Quantität, dann werden die Qualität ausbauen, Schritt für Schritt. Und dann muss man das auch finanzieren. Und da komme ich nicht umhin, das zu sagen, was mein Kollege Wagner immer wieder zu Recht sagt. Die Wünsche der SPD belaufen sich mittlerweile auf 3,5 Milliarden € mehr Wohnungsbau, kommunaler Finanzausgleich, kostenfreie Kitas, 400 Millionen €. Da haben Sie noch nicht beschrieben, was eine Freistellung für Leitung kostet. Da haben Sie noch nicht beschrieben, was Personalschlüsselverkleinerung bedeutet und vieles andere mehr. Da bewegen wir uns im dreistelligen Millionenbereich. Und ich finde, Herr Merz, man kann nicht jedes Mal eine Aktuelle Stunde machen und sagen, hier ist ein Wunschkonzert, was wir alles noch finanzieren wollen. Aber Sie bleiben die Antwort schuldig. Welche Prioritäten setzen Sie eigentlich? Und da sind wir gespannt auf Ihre Haushaltsanträge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Ich fasse zusammen. Wir haben eine gute Situation, aber wir verschließen nicht die Augen vor den Herausforderungen, die da noch anstehen. Drittens. Wir werden es aber mit den Akteuren gemeinsam prioritär auch beantworten, auch finanziell. Aber fünftens. Wir versprechen nicht allen alles, nur damit wir ein bisschen Populismus abräumen können. Wir machen eine seriöse Kinderbetreuungspolitik für unsere Kinder und die Eltern und Familien in diesem Land. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Bocklet. – Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Und Sie, Herr Bocklet, waren einmal der Meinung, dass man die Schuldenbremse nur einführen kann, wenn man gleichzeitig auch dafür sorgt, dass man mehr Einnahmen hat. Jetzt, wo Sie regieren, ist Ihnen das Geschwätz von gestern und nichts mehr wert. Wenn wir die Einnahmen hätten, könnten wir nämlich eine Politik machen, in der die Dinge, die Sie eben selbstkritisch gesehen haben, auch vernünftig finanziert werden. Aber gestern haben Sie sich mit aller Kraft dagegen gesperrt, an dieser Stelle etwas zu verändern. Und das ist typisch für die Politik, die Sie gerade an den Tag legen. Eigentlich reden wir hier über Kinder, und Kinder sind etwas Tolles, etwas Großartiges, neugierig, großzügig, liebevoll und wissbegierig. Wenn Sie etwas zu sagen haben, Frau Dorn, kommen Sie hier vor und hören Sie auf, immer dazwischen zu schreien. Sie werden mich damit nicht aus dem Konzept bringen. Hören Sie einfach auf mit dieser Methode, die ist nicht hilfreich. Sie brauchen. Meine Damen und Herren, Moment, Frau Kollegin Schott. Ich bitte doch, wenn einer dazwischen schreibt, bin ich. Frau Kollegin Schott, Sie haben das Wort. Bitte. Kinder brauchen gute Bedingungen, um in einer sicheren und wertschätzenden Umgebung gut aufwachsen zu können und schließlich selbstbestimmte Menschen zu werden. Die Vorstellung, dass dies alles nur in einer Familie zu passieren hat, ist von vorgestern. Und, Frau Wissmann, wenn Sie sagen, die CDU glaubt, dass das immer noch der wichtigste Ort ist, ist hier keine Glaubensfrage. Es gibt erstens reale Lebensbedingungen der Menschen, die verhindern, dass sie ihre Kinder den ganzen Tag selber betreuen können, weil sie nämlich arbeiten gehen müssen, und zwar beide Elternteile. Und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass das Aufwachsen in der Gemeinschaft für Kinder hilfreich ist, und die kennen Sie auch. Also, es geht hier nicht um Glaubensfragen. Der Arbeitsprozess in unserer Gesellschaft erwartet flexible, überall und immer einsetzbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und frühkindliche Bildung in der Tageseinrichtung spielt nun einmal eine wesentliche Rolle. Und Kinder gehen da auch gern hin, weil sie dort Freunde haben, weil sie etwas lernen, weil sie viele Möglichkeiten haben und Zuwendung erfahren. Deshalb hat diese Gesellschaft eine hohe Verantwortung, Kindertageseinrichtungen richtig gut zu machen. Kommen Sie dieser nach? Nur bedingt. Ich sage nicht, Sie kommen mir nicht nach, aber nur bedingt. Wir haben gut ausgebildete und engagierte Erzieherinnen und Erzieher, die eine gute Arbeit leisten wollen. Sie werden aber von der Politik nicht dabei unterstützt. Fakt ist, es mangelt an politischem Willen, es mangelt an finanziellen Ressourcen für die frühkindliche Bildung, die da zur Verfügung gestellt werden, und es mangelt auch noch an ausgebildeten Fachkräften. Und, Frau Wissmann, das ist keine Diagnose, die die SPD hier heute Morgen gestellt hat, sondern das machen die Fachleute. Und es hilft auch nicht, eine Studie zu diskreditieren. Und es hilft auch nicht, eine Studie zu diskreditieren, nur weil einem die Studienergebnisse nicht gefallen. Das macht es nämlich dann nicht besser. Wertvoll wäre, sich selbstkritisch damit auseinanderzusetzen und dann festzustellen, was ist da analysiert worden, und daran zu arbeiten. Das ist der Arbeitsauftrag, den die Opposition der Regierung hier erteilt, das endlich auch vernünftig und konsequent zu machen. Als Ergebnis des Mangels könnten Sie einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir in Hessen sind und dass wir hier arbeiten und dass wir hier unsere Dinge abzuarbeiten haben, dass Vergleiche durchaus sinnvoll sind, aber nicht die Lösung für hessische Probleme. Und da haben wir nun einmal eine ganze Menge. Als Ergebnis des Mangels. Ach, ich dachte, Sie wollten nicht mehr dauernd dazwischenreden, sondern hier vorkommen, wenn Sie etwas zu sagen haben. Es hat keine 3 Minuten gehalten. So lange halten Ihre Versprechen. Ein ganzheitliches Bildungsverständnis kommt dadurch zu kurz. Persönlichkeitsbildung wird nicht ausreichend angeboten. Die altersgerechte Beteiligung der Kinder ist nicht strukturell verankert. Die Praxis vorurteilsbewusster Pädagogik steckt noch in den Kinderschuhen. Die frühkindliche Sprachförderung – Sie können gerne nach vorne kommen, noch einmal. Die frühkindliche Sprachförderung stützt sich oft einseitig auf die Förderung der deutschen Sprache. Die Förderung anderer Muttersprachen kommt dadurch zu kurz. Wir brauchen verbindliche, möglichst bundeseinheitliche Mindeststandards. Wir brauchen bundeseinheitliche Mindeststandards, war mein Satz an der Stelle. Wir brauchen eine ordentliche Finanzierung der Kinderbetreuung durch das Land, um das unwürdige Geschacher in den Kommunen aufzuhören, damit endlich in den Kommunen das Geld, das die Kitas kosten, auch klar finanziert ist und nicht mehr die Eltern zur Kasse gebeten werden müssen. Und das Ganze so abgesichert, dass eben nicht die Kommunalaufsicht den Kommunalpolitikern den Hahn abdreht, wenn sie versuchen, die Kita-Gebühren niedrig oder kostenlos zu halten. Das ist doch das Problem, das wir zurzeit haben. Es ist das tägliche Brot in den Kommunalparlamenten, die nicht beschließen können, die Elternbeiträge auf Null zu setzen. Und ich unterstelle den Kommunalpolitikerinnen grundsätzlich ein hohes Engagement für ihre Kindertageseinrichtungen. Die kämpfen dafür, die suchen, wo sie das Geld finden,
um die Standards zu halten oder zu verbessern, jedenfalls in der überwiegenden Zahl der Gemeinden. Zunehmend werden die Qualität der frühkindlichen Bildung und die Höhe der Elternbeiträge zur Stellschraube für die chronisch unterfinanzierten kommunalen Haushalte. Hier wird so lange geschraubt, wie es das KiföG erlaubt. Hier hilft auch nicht der Griff in die Mottenkiste, was die SPD vor 20 Jahren gemacht hat. Denn die Erde ist keine Scheibe, und sie hat sich weitergedreht. Natürlich hat sich Anspruch an frühkindliche Bildung auch deutlich verändert. Niemand hat vor 20 Jahren davon geredet, dass es Standard sein muss, dass ganz kleine Kinder bereits in Kindertageseinrichtungen gehen. Da waren die gesellschaftlichen Standards eben auch noch einmal anders. Deswegen ist auch nicht zu vergleichen, was an Geld vor 20 Jahren in dem Topf war und was heute drin ist. Deshalb lassen Sie bitte den Griff in diese Mottenkiste, immer wieder zu sagen, was hier vor 20 Jahren war. Das passt nicht. Frau Kollegin Schulz, Sie müssen zum Schluss kommen. Dann lassen Sie mich noch zwei Sätze dazu sagen. Der eine ist, dass wir nach wie vor mehr Erzieherinnen brauchen und dass da, viel mehr dran getan werden muss. Und der andere ist eben der, dass man noch einmal sehr genau darüber nachdenken muss, wie man die Finanzierung ausstattet und wie man das mit den Elternbeiträgen regelt. Wir haben dazu einen entsprechenden Gesetzentwurf im Verfahren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! In dieser Aktuellen Stunde kann ich leider, weil sie so inhaltsschwer ist, nicht ausführlich auf meine Vorredner eingehen, nur so viel als Bemerkung. Herr Wagner, Sie haben ja viel reingerufen. Wahrscheinlich wollten Sie die Rede von Herrn Bocklet irgendwie kompensieren. Der hat ja nichts gesagt. Also von daher, Herr Wagner und Herr Bocklet, wenn wir Ihren Anspruch aus der Debatte zum KiföG mit dem, was Sie jetzt in einem Koalitionsvertrag formuliert haben und hier abliefern zum Thema Kinderbetreuung, feststellt, dann kann man nur sagen, ist ein schwarzes Loch entstanden in der Politik, der hessischen Landespolitik. Und darum ist es auch wichtig, dass wir heute über das Thema reden. Und Frau Wissmann, ich glaube, Sie haben in dem Thema ja auch eine Kompetenz, die man nicht abstreiten kann. Aber Sie haben, glaube ich, hier vorsätzlich ums Thema herum geredet und nicht den Punkt herausgearbeitet. Es geht nicht darum, was die Kommunen und das Land und der Bund und alle staatlichen Stellen geleistet haben, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken, sondern es geht darum, um die Qualität in den Einrichtungen. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Und Herr Merz, Sie nicken zu viel bei meiner Rede. Ich will Ihnen noch einmal eins mitgeben, freundschaftlich mitgeben. Machen Sie Ihren Frieden mit dem KiföG. Es gibt hier keine Mehrheit, die jemals mehr, die jetzt auf absehbare Zeit dieses Gesetz grundsätzlich verändert. Machen Sie Ihren Frieden mit dem KiföG. Und dann können wir auch auf dieser Ebene vernünftig bei der Frage der Stärkung der Qualität weiter diskutieren. Das müssten Sie einmal einsehen. Und dann, glaube ich, würde FDP und SPD auch häufiger hier an einem Strang ziehen können. Aber wenn wir uns mit Zahlen beschäftigen, sollte man vielleicht einmal noch einen größeren Rahmen zugrunde legen. Wir sind in Deutschland, was die frühkindliche Bildung angeht, im europäischen Vergleich wirklich erbärmlich aufgestellt. Erbärmlich aufgestellt. Hier ist in Deutschland gesellschaftlicher Nachholbedarf. Das gilt für alle Parteien, und darum muss man auch den Gesamtrahmen sehen. Wenn man denn das Verhältnis in Deutschland sieht, was wir für Soziales ausgeben und für Bildung, gibt es ein schon intensives Ungleichgewicht. Und wir wissen alle, was wir vorne an Chancengerechtigkeit liegen lassen, müssen wir nachher durch massive Ausgleichsmaßnahmen versuchen, wieder hinzukriegen. Darum ist diese Investition in den frühkindlichen Bereich sozialpolitisch und gesellschaftspolitisch geboten. Jetzt, glaube ich, müssen wir mal auf einen Konsens kommen, einen Konsens, der hergestellt werden muss, der uns einfach verbindet, zu sagen, wir müssen hier in Deutschland, wir haben uns auf den Weg gemacht, aber wir müssen gemeinsam besser werden. Wir müssen in die Frage der Chancengerechtigkeit in den frühkindlichen Einrichtungen, die aus meiner Sicht Bildungseinrichtungen sind, besser werden. Da haben alle mehr zu tun, nicht nur eine Partei und eine Fraktion, sondern alle mehr zu tun, weil hier ist in Deutschland Handlungsbedarf. Und Herr Bocklet, für die Fraktion der GRÜNEN, ich nehme an, dass Sie das der CDU abhandeln mussten. Es gab hier ein Modell, das hieß qualifizierte Schulvorbereitung. Das war eine Überlegung, die wissenschaftlich begleitet worden ist. Wer sich die Mühe gemacht hat, mal die Auswertung zu studieren, hat festgestellt, dass gerade die Kinder, die etwas schwächer sind,
davon profitieren. Es ist nicht mit viel Geld verbunden. Es geht um eine Strukturierung. Wenn man das hessenweit ausweiten würde, hätte man einen weiteren Schritt getan. Vielleicht kann sich die CDU an der Stelle gegen die GRÜNEN mal durchsetzen, dass sie wenigstens das Programm weiterverfolgen, den Übergang zwischen Kindertagesstätte und Schule voranzutreiben, weil hier ist Handlungsbedarf. Hier haben wir die wissenschaftliche Erkenntnis, hier haben wir eine Struktur, die ist ausgewertet. Da könnte man Geld in die Hand nehmen und morgen in die Umsetzung gehen. Da wäre schon wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung getan. Hier ist einfacher Handlungsbedarf möglich. Da könnte Sie im Haushalt ein bisschen Geld einbringen, und dann könnte sofort angefangen werden in Hessen. Aber noch einmal zu der Frage der Chancengerechtigkeit und der Frage der Qualität. Und da ist es nicht nur die Quantitäten, die in Bertelsmann dargestellt werden, sondern es ist auch die Frage, wie ist das Bewusstsein zu stärken der Einrichtungen vor Ort, wie ist das Bewusstsein zu stärken der Kommunen, dass sie Bildungsträger sind. Wenn die Kommunen rund 70% der frühkindlichen Bildung finanzieren aus ihrem Etat, dann ist es auch so, dann muss auch eine Kommune sich als Bildungsträger verstehen, weil sie den Hauptlast dieser Aufgabe zurzeit in Hessen tragen. Das ist in anderen Bundesländern anders, aber so ist es hier. Die Kommunen sind Partner in diesem Bereich, und hier müssen wir die Kommunen weiter stärken, dass sie diese Aufgaben vor Ort auch vernünftig umsetzen können. Und ich glaube, es sind ja hier schon Initiativen auch von anderen Fraktionen gestartet worden, was die Frage der Kostenfreiheit in Kindertagesstätten angeht. Aber ein genauso wichtiger Punkt, das ist für uns als Liberale ganz klar, ist die Qualität in Kindertageseinrichtungen in Hessen. Da sind Schritte gemacht worden. Das sagt ja auch Bertelsmann. Und da muss man sich auch jetzt nicht im Parteiklein-Klein verlieren, sondern es muss uns allen klar sein, dass es weiterhin eine ganz wichtige Aufgabe neben der Vereinbarkeit von Familien von Familie und Beruf, mindestens gleichrangig die Chancengerechtigkeit in der frühkindlichen Bildung, die Qualität, die Weiterentwicklung von Bildungsstätten. Und genau das ist unser Begehr. Und das ist auch gut, dass wir heute noch einmal die Chance hatten, darauf hinzuweisen. Und ich glaube, das wird auch häufiger ein Thema hier in diesem Plenum noch werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es war ja absehbar nach Veröffentlichung der Bertelsmann-Stufe, dass dieses Thema erneut hier im Landtag debattiert wird. Deswegen vielleicht ein paar Klarstellungen am Ende dieser Debatte von meiner Seite. Richtig ist, dass nach dem diesjährigen Länderreport der Bertelsmann-Stiftungen die Personalschlüssel in den Kitas deutschlandweit nicht so sind, wie sie Bertelsmann-Stiftung es gerne sehen würde. Ob das richtig ist, was die Bertelsmann-Stiftung sehen will, das mag noch dahingestellt sein. Aber man muss an dieser Stelle die Studie schon noch einmal weiterlesen und das dann auch sehen, was die SPD beantragt hat. Hessen ist, weiß Gott, kein Schlusslicht. Das unterstellt lediglich die SPD. Denn nach der Studie steigt die Qualität der Bildung und Betreuung im deutschen Krippen- und Kindergarten. Der Personalschlüssel ist deutlich besser geworden. Das gilt deutschlandweit, und das gilt ganz genauso für Hessen. Und in Hessen sind wir an dieser Stelle schlicht und einfach kein Schlusslicht, sondern, wie schon dargestellt, an vielen Bereichen in der Spitzengruppe zu sehen. Und all dieses unter der Berücksichtigung einer Mammutaufgabe, die wir alle gemeinsam zu schultern hatten, nämlich die Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren auch in dem Zeitraum zwischen diesen beiden Studien zu schaffen, auszubauen und qualitativ auch mit Fachpersonal zu besetzen. Und ich finde an dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Kommunen und an die Träger, die diese Leistung erbracht haben, nämlich massiv U3-Plätze auszubauen und den Personalschlüssel nicht nur zu halten, sondern ihn sogar zu steigern. Das ist eine tolle Leistung, die erbracht worden ist. Und das zeigt sich ganz besonders eben im Krippenbereich. Hier ist die Verbesserung des Personalschlüssels sehr deutlich zu merken. Und ich finde, das ist auch der richtige Ansatz, gerade bei den Jüngsten in den Kinderbetreuungseinrichtungen eine drastische Steigerung von Personalschlüssel vorzunehmen. Und dieses ist erreicht worden über die Jahre, über die letzten Jahre, angefangen von der Mindestverordnung aus dem Jahre 2001, über die in 2008 und ist fortgesetzt worden durch das Hessische Kinderförderungsgesetz im Jahre 2014. Und wir müssen dann an dieser Stelle mit berücksichtigen,
dass wir nach wie vor hohe Anforderungen und Herausforderungen hinsichtlich des Platzausbaus haben. Das bleibt auf hohem Niveau, nicht zuletzt weil, und das ist ausgesprochen erfreulich, die Geburtenrate in unserem Land wieder steigt. Aber es kommen auch viele Kinder aus anderen Ländern zu uns, und denen wollen wir eine gleich gute entsprechende Kinderbetreuung anbieten. Und deswegen auch an dieser Stelle noch einmal, der Personalschlüssel im Krippenbereich ist besser als im Bundesdurchschnitt. Und man darf auch an dieser Stelle nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Denn beispielsweise, wenn es um die Fragestellung von Fachkraftrelationen geht, muss man natürlich schon mit berücksichtigen, wer in welchem Land als Fachkraft anerkannt wird oder nicht. Baden-Württemberg ist mit Abstand der Führer in allen Bereichen der Bertelsmann-Stiftung. Das ist vollkommen klar. Allerdings kann auch dort die Dorfhelferin mit einer 25-stündigen Qualifizierungsphase als Fachkraft anerkannt werden, während das in Hessen weiß Gott nicht der Fall ist. Und, Frau Schott, es ist schon so, man muss schon immer auch noch einmal vergegenwärtigen, wie man dasteht, dort, wo man Verantwortung hat. Und dort, wo Mitglieder Ihrer Partei den entsprechenden Ressortminister stellen, sind wir, was die Betreuungsrelationen deutlich schlechter als in Hessen, nämlich bei 1,6 zu 6,3 und zu 5,3, wenn es um Brandenburg und Thüringen geht, im Verhältnis zu 3,8 in Hessen. Und da sind wir ganz weit vorne. Deswegen machen Sie lieber einmal an den Stellen, wo Sie Verantwortung tragen, Druck, anstatt hier immer nur neue Forderungen hervorzurufen. Das ist nicht mehr in Ordnung an dieser Stelle. Deswegen sage ich, man muss, wenn man eben einen solchen Vergleich macht, auch das Niveau der Ausbildung mitsehen. Denn das beleuchtet die Studie auch. Denn die Fachkraftqualifikation in Hessen ist ausgesprochen gut. Wir haben in Hessen mit den höchsten Anteil an Kindertagesstättenpersonal mit fachlich einschlägigem Hochschulabschluss. Das macht 10% aus. Weitere 68% der hessischen Fachkräfte verfügen über einen fachlich einschlägigen Fachschulabschluss. Das ist deutlich mehr als der westdeutsche Durchschnitt. Und wie gesagt, Haus- und Familienpflegerinnen und Dorfhelferinnen mit 25-tägiger Qualifizierung werden in Hessen nicht als Fachkraft anerkannt und werden es auch in Zukunft nicht. Und trotzdem müssen wir über die Fachkräfte reden. Allerdings, und auch an dieser Stelle ist vielleicht eine Zahl ganz interessant, was nämlich die Frage des pädagogischen Personals in Kindertagesstätteneinrichtungen in Hessen anbelangt. Wir haben vom Jahr 2014 auf 2015 eine Steigerung der Kindertageseinrichtungen von 4.129 auf 4.193. Das heißt, es sind 64 Kindertagesstätten. Gleichzeitig ist das pädagogische Personal im gleichen Zeitraum von 41.851 auf 43.688, also um rund 1.800 pädagogisches Fachpersonal gestiegen. Auf 64 Einrichtungen ist das nicht. Das heißt, in vielen Einrichtungen wurde zusätzliches pädagogisches Personal eingestellt, um letztendlich die Kinderbetreuung auf einem großen und hohen Niveau festzuhalten und auszubauen. Und an dieser Stelle sind wir auf dem richtigen Weg. Da helfen keine Unkenrufe seitens der SPD, sondern wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der frühkindlichen Bildung, angefangen vom Bildungs- und Erziehungsplan über die Sprachscreenings bis hin zur Vorbereitung auf die Schule. Denn eines ist auch klar, in der Zwischenzeit ist eine Kindertageseinrichtung nicht mehr eine Betreuungseinrichtung, sondern es ist eine Bildungseinrichtung. Und diesem Auftrag werden wir uns auch bewusst. Vielen Dank, Herr Minister Grüttner. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist der Punkt 41 besprochen.